Nicht nur Anfänger tun sich immer wieder schwer, passende Investmentideen zu finden. Deswegen will ich dir heute drei coole Webseiten verraten, über die ich immer wieder auf spannende Ideen komme. Welche das sind, verrate ich dir nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Blees und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor an der Börse aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und mit meinen Online-Kursen und YouTube-Videos möchte ich dir helfen, dass du das auch schaffst. Ein wichtiger Hinweis, dieses Video dient ausschließlich der Fortbildung. Es stellt keinerlei Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Wer kennt dieses Gefühl nicht? Man will endlich loslegen mit dem Investieren, aber um Himmels Willen angesichts der vielen Aktien und ETFs, in welche soll man denn nun sein Geld stecken? Ich selbst habe drei Webseiten entdeckt, über die ich immer quasi per Top-Down-Ansatz auf spannende Ideen stoße. Welche das sind, will ich dir jetzt mal zeigen. Die erste Seite nennt sich visualcapitalist.com. Jetzt gucken wir uns mal an, was sich dahinter verbirgt und wie man dort auf gute Ideen kommen kann. So sieht die Seite aus und du siehst auf den ersten Blick, der Name ist Programm. Es geht hier um die grafische Aufbereitung von unendlich vielen Statistiken und Zahlen. Die Nutzung der Seite ist kostenlos und man hat die Möglichkeit, hier verschiedene Themengebiete einfach mal durchzuschauen, ob sich da was Spannendes dahinter verbirgt. Und ich kann dir sagen, da wirst du vieles finden. Hier hast du also Technologiethemen rund ums Geld, dann bestimmte Sektoren wie Healthcare oder Energy, grüne, also Umweltthemen und so weiter und so fort. Und als ich jetzt zuletzt im Technologiebereich gesucht habe, du siehst also, du hast hier eine Vielzahl von Grafiken, die mal jünger und mal älter sind, in der Regel zusammengestellt aus einer Flut von Daten, die ja weltweit verfügbar sind, zum Teil auch von sogenannten Sponsoren hier veröffentlicht. Das können dann Anbieter von Finanzprodukten wie passenden ETFs sein. Aber das spielt erstmal keine Rolle. Das Interessante ist, wenn man hier mal einfach diese Grafiken durchblättert, man kommt in der Tat auf spannende Zahlen, aus denen sich dann Investmentideen ableiten lassen. Bei meiner Recherche fand ich besonders interessant dieses Thema hier, die Entwicklung des Videogaming-Marktes bis voraussichtlich 2026. Zwar ist das hier ein gesponserter Post von einem ETF-Anbieter, aber das macht nichts. Es bringt mich ja erstmal auf die Idee, mich mit diesem Markt zu beschäftigen, den ich erst in erster Linie, ehrlich gesagt, bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Da geht es darum, dass die Global Video Gaming Industrie bis 2026 auf ein Marktvolumen von über 300 Milliarden Dollar kommen wird. Man kann hier dieses enorme Wachstum der verschiedenen Segmente nachvollziehen. Und ich habe mir dann einfach noch weitere Grafiken zu diesem Thema rausgesucht. Und die will ich dir jetzt mal zeigen. Und dann zeige ich dir, wie ich daraus entsprechende Schlüsse ziehen kann. Ich habe also angefangen, mich anhand von dem Visual Capitalist mal umzuschauen nach anderen Grafiken und Aufarbeitungen von Zahlen bezüglich des Gaming-Marktes. Und das ist immer sehr attraktiv gemacht. Du siehst, es hat irgendwann mal angefangen, 1972 mit ganz einfachen Spielen. Die Älteren kennen das noch. Dann gab es sowas wie die Space Invaders. Und nach hat sich diese ganze Szene unheimlich breit entwickelt und macht jetzt also hier unter anderem natürlich mit Cloud- und Virtual Reality Spielen und Mobile Games einen Haufen Umsatz. Unter anderem kann man auch erkennen, wie sich von Generation zu Generation der Anteil der Online- und Videogamer entwickelt hat an diesem Bevölkerungssegment. Also ich zähle zu den Babyboomers, das sind nur 47% sogenannte Spiele-Enthusiasten. Inzwischen ist die Generation Alpha am Werk quasi und da sind es fast 100%, doppelt so viele wie noch in meiner Generation. Man sieht also, welches enormes Potenzial hier schlummert. Und dann kann ich auch gucken, was sind denn das jetzt für Unternehmen, die in den einzelnen Segmenten dieser Branche aktiv sind. Auch dazu hat der Visual Capitalist hier eine Grafik bereit. Und dann kann ich mir einfach mal ein paar Namen rausschreiben aus den einzelnen Segmenten. Und was ich dann gemacht habe, ich habe einfach ChatGPT gefragt, habe gesagt, nenn mir jetzt mal die börsennotierten Unternehmen aus dieser Infografik im Bereich beispielsweise Gaming-Software oder hier rechts Mobile Gaming oder auch Gaming-Infrastructure.
Structure und Plattformen. Und dann notiere ich mir diesen Namen und kann mir im Internet dann entsprechende Vergleiche von den Kennzahlen mal aufrufen. Auch dafür gibt es ein spannendes und kostenloses Tool bei TraderFox. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe einfach das hier schon mal vorbereitet und aus dem Bereich Gaming Software die Firmen aufgelistet, die hier führend sind. Das sind Electronic Arts, Ubisoft, Take-Two Interactive, Embracer Group, Nexon und Nintendo. Einige Namen kannte ich, Nintendo und Electronic Arts beispielsweise. Andere wie Embracer Group oder Nexon waren mir bisher völlig unbekannt. Bei TraderFox, den Link packe ich dir unten in die Videobeschreibung rein, hast du jetzt die Möglichkeit, hier kostenlose Vergleiche anzustellen. Einmal kannst du hier, nachdem du die Kürzel hier eingegeben hast, dir den Kursverlauf über einen bestimmten Zeitraum, also ein kürzeres Segment, ein Monat, sechs Monate, bis hin zu 10 Jahren aufrufen. Die sind dann hier von einem bestimmten Punkt in der Vergangenheit her dargestellt. Dann siehst du, wie unterschiedlich die Kursverläufe sind. Und dann kannst du hier oben rechts einen sogenannten Standardvergleich fahren lassen, einen Dividendenvergleich oder einen Performancevergleich. Was heißt das? Ich lasse das jetzt hier mal beim Standardvergleich. Du findest dann hier unten bestimmte Kennzahlen grafisch aufbereitet. Also für die einzelnen Aktien direkt im Tabellenvergleich, zum Beispiel das KGV, das Kursumsatzverhältnis, die Marktkapitalisierung und so weiter und so fort. Und das Tolle, du kannst hier selbst weitere Vergleichskriterien beliebig hinzufügen. Du siehst hier rechts erstmal die standardmäßig bereits vorhandenen. Jetzt kannst du aber hier beliebig, zum Beispiel Qualitätsscore brauchen wir vielleicht nicht, Eigenkapitalrendite brauchen wir vielleicht nicht. Und dann kannst du hier beliebig links aus der Übersicht dir entsprechende Kriterien raussuchen, fundamentaler Art, die du gerne anlegen möchtest, um hier die Vergleiche anzustellen. Packst dir die einfach hier in die Tabelle rein und dann tauchen die hier plötzlich automatisch auf. Also das ist ein super Tool, um hier auf einen ersten Blick sehr schnell fundamentale Vergleiche anstellen zu können, und daraus kann man dann entsprechende Investments ableiten. Man kann ja auch sagen, ich gehe eine starke Aktie long und eine schwache Aktie short, um auch das Branchenrisiko hier auszuschließen. Entschuldige diese kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. Aber ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieses Video gefällt, dann sei doch so gut und gib ihm ein Like und abonniere meinen Kanal. Das motiviert mich wiederum, weitere solche Videos zu erstellen mit noch mehr nützlichem Inhalt. Und so haben wir beide etwas davon. Herzlichen Dank. Die zweite Webseite, die ich dir ans Herz legen möchte, ist Simply Wall Street mit diesem etwas kryptischen Kürzel. Auch den packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Lass uns mal zu Simply Wall Street ins Internet springen. So, hier kannst du dich kostenlos einloggen bzw. ein Konto erstellen, indem wir hier beispielsweise mit Google, unserem Google-Account, uns einloggen, und dann lande ich hier auf dieser Seite. Was uns jetzt interessiert, ist der Bereich Discover, denn wir wollen ja auf interessante Investmentideen stoßen, und du siehst, wir haben hier jetzt ein Panel vor uns mit unterschiedlichen Kacheln zu den unterschiedlichsten Themen. Also einmal themenorientierte Aktien, Energie, Biotech, Luftfahrtsgesellschaften, erneuerbare Energien, Öl und so weiter. Oder auch nach technischen Kriterien Buy the Dip, also Aktien, die offensichtlichen Rücksetzer erlitten haben. Trending Stocks, großes Wachstum, Aktien mit großem Insider-Buying. Da muss man dann einfach mal gucken, was kommt für mich in Frage, was liegt mir. Wir können ja auch nach Branchen gucken, die im Moment vielleicht gut laufen, beispielsweise unterbewertete Technologieaktien. Gehen wir da einfach mal drauf, nur um dir zu zeigen, wie das hier funktioniert. Dann können wir hier oben den Markt auswählen, würde jetzt hier vielleicht nicht unbedingt Deutschland nehmen, sondern eher die Vereinigten Staaten. Und dann kriegen wir hier schon über 300 Unternehmen, die wir uns anschauen können. Wir finden hier Analystenziele, Bewertungsziele nach dem Kursgewinnverhältnis, das Earningswachstum, die Dividende und so weiter und so fort, und können also hier auch jetzt in Ruhe uns einzelne Aktien angucken, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Nehmen wir mal die hier, Roper Technology, was immer das hier ist, und können dann tiefer in die Analyse einsteigen, hier in entsprechender Matrix gucken, wie sich dieses Unternehmen gesundheitlich aufgestellt ist,
Dividendenzahlungen und Earnings und so weiter und haben dann auch die Möglichkeit, das hier mit den Peers zu vergleichen, können uns die Aktienhistorie angucken und verschiedene Analysen fahren. Schau dir das in Ruhe mal an, das erfordert sicherlich ein bisschen mehr Arbeit als die sehr einfach aufbereiteten Grafiken beim Visual Capitalist, aber als Startpunkt, um auf Ideen zu kommen, ist dieses Simply Wall Street sicherlich auch eine sehr gute Sache. Und jetzt zeige ich dir noch die dritte Webseite. Die nennt sich macromicro.me. Was ist das nun schon wieder? Gucken wir uns auch diese Webseite an. Wie der Name vermuten lässt, ist das hier eine Plattform für Leute, die sich für Makroanalysen interessieren. Vermutlich ist das für dich als Anfänger erstmal etwas zu weit weg von dem, wie du auf Aktienmärkte zugehst. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe früher erstmal mit technischer Analyse angefangen und quasi einen Bottom-up-Ansatz gefahren, geguckt, wo gibt es interessante Formationen. Aber ich kann dir sagen, inzwischen bin ich davon abgekommen und gehe genau andersherum vor. Ich analysiere erstmal das große Bild, wie sehen die Aktienmärkte oder Finanzmärkte aus und welche interessanten Ideen kann ich ableiten. Und deswegen will ich dir ja auch in diesem Video erklären, wie man das machen kann. Also Makro, Micro ist schon etwas komplizierter, aber du hast hier eine unglaubliche Fülle von Möglichkeiten, auch im kostenlosen Bereich, dir bestimmte Ideen zu generieren. Jetzt zeige ich dir mal exemplarisch, wie man da vorgehen kann. Es gibt zum Beispiel hier oben unter den Charts den sogenannten Traders Insight. Lass uns mal anschauen, was sich dahinter verbirgt. Man bekommt hier verschiedene fundamentale Indizes, wie die das nennen. Man sieht also hier das aktuelle Datum bzw. den Monat, auf den sich die Analysen beziehen. Das ist in diesem Fall der letzte abgelaufene Monat, Juni 2024. Und jetzt hat man hier vier Bereiche. Einmal einen hohen Indexwert und die entsprechenden Märkte, die sich in einem Abwärtsmarkttrend befinden. Und dann hier einen hohen Indexwert in einem Aufwärtstrend und entsprechend niedrig und niedrig. Und wonach man jetzt gucken kann, sind hohe Indexwerte, die auf einen starken Trend auch hindeuten. Jetzt kann man hier beispielsweise einfach mal gucken, was man gerne unter die Lupe nehmen möchte. Man kann zum Beispiel sich bestimmte Aktienmärkte anschauen oder auch Rohstoffmärkte, wie zum Beispiel Weizen. Nehmen wir mal einfach jetzt hier Weizen willkürlich herausgegriffen und gucken mal, was hier aufbereitet wurde. Wir sehen hier auf den ersten Blick zahlreiche unterschiedliche Weizenanalysen. Hinter jedem dieser Icons verbirgt sich wieder ein neuer Chart mit neuen Analysen, die man unter die Lupe nehmen kann. Du siehst, die haben hier unglaublich viele Daten aufbereitet. Und wenn wir jetzt hier einfach mal diesen sogenannten Fundamentalindex uns anschauen, dann sehen wir hier den Index in diesem blauen Histogramm und den Preis, die Preisentwicklung des Futures von Weizen. Und was wir hier schon auf den ersten Blick erkennen können, ist, wenn der Index sich über die Nulllinie bewegt, also im positiven Bereich, diese blauen Balken, dann steigt in der Regel auch der Weizenpreis. Und wenn sich der Index unter die Nulllinie bewegt, dann fällt er in der Regel. Das jetzt mal ganz kursorisch, um eine erste spontane Idee hier abzuleiten. Wenn ich also sehe, der Index nähert sich hier möglicherweise der Nullmarke oder ist besonders hoch, dann könnte ich mir überlegen, im Weizen Long oder Short zu gehen. Das ist also eine ganz simple Möglichkeit. Dann kann man hier unter Analysis beispielsweise mal auf das Spotlight gehen und hier aktuelle Themen, die aufbereitet wurden, sich anschauen. Also hier ist die Situation des Arbeitsmarktes unter die Lupe genommen worden und es wird einem gezeigt, unter welchen Aspekten man sich das mal genauer ansehen könnte, um hier potenziell auf Trades zu kommen. Unter dem Bereich Topics, also Themen, kann man zum Beispiel sich aktuelle Themen anschauen, wie die US-Präsidentschaftswahl, die ja im vollen Lauf ist, kann sich also hier verschiedene Umfrageergebnisse angucken. Und dann, was ich besonders interessant finde, hier weiter unten die politischen Aussagen zu bestimmten Themen der beiden Spitzenkandidaten und kann dann wiederum Folgendes machen. Man gibt einfach diese Themen mal mit den entsprechenden Politikzielen der beiden Kandidaten bei ChatGPT ein und sagt, so, jetzt sag mir mal, welche Branchen würden profitieren, wenn Biden an die Macht kommt und entsprechend seine Aussagen
Kannst du mir verraten, welche Branchen ich mir unter die Lupe nehmen sollte, um zu gucken, welche Unternehmen da vielleicht in Frage kommen, wenn Trump die Wahl gewinnt? Das ist also ein relativ simpler Ansatz, den man heutzutage mit KI problemlos fahren kann. Nun ist hier bei Makro-Mikro nicht alles kostenlos. Man muss für einige Sachen, die hier zugänglich sind, dann halt einen bezahlten Account abschließen. Ich habe das gemacht, das kostet mich $20 im Monat. Aber ich finde einfach diese Fundgrube unglaublich, was man hier auch für Analysemöglichkeiten hat, um bestimmte Charts zu analysieren. Ich kann jetzt hier nicht in die Einzelheiten gehen. Vielleicht mache ich dazu nochmal ein separates Video. Aber schau dir diese Seite unbedingt mal an. Damit will ich es jetzt erstmal bewenden lassen, um das Video nicht zu lange werden zu lassen. Sag mir gerne, was du von diesen Webseiten hältst, ob du sie vielleicht selbst schon ausprobiert hast oder welche Alternativen du nutzt, um auf attraktive Investmentideen zu kommen. Ich freue mich auf deine Kommentare unter dem Video.